Ja, moin bei TNB. Heute mal ein gesondertes Video zum Thema, wie kann ich bei iRacing im Jahr 40 Euro zurückgewinnen, indem ich einfach nur Rennen fahre. Das Video richtet sich an alle iRacing-User, die es einfach noch nicht wissen, oder an Leute, die sich bei iRacing nicht anmelden möchten, weil sie sagen, es ist ihnen zu teuer. Vielleicht kann man ja hier ein bisschen Überredungskunst anwenden. Ich werde gleich ein bisschen durch die UI scrollen und sagen, was ich tun muss, damit ich im Jahr bis zu 40 Euro mehr erfahren kann bei iRacing. Ja, ich werde gleich versuchen, den günstigsten Weg zu finden für Einsteiger. Also mit Standard-Content möglichst viele Standardstrecken oder Standard-Content-Strecken, so dass man den günstigsten Einstieg hat. So, da sind wir auch schon in der iRacing UI, quasi das Hauptmenü von iRacing. Hier können wir uns alles rauslesen an Informationen, die wir brauchen zu unserem Account, zu unserem Status, zu allem, was in iRacing passiert. Bei uns ist jetzt wichtig, wir sind in Season 2. Das ist auch schnell erklärt. iRacing teilt das Jahr in 4 Seasons auf. Eine Season hat 12 Wochen. In der 13. Woche, die ist irrelevant, sag ich mal, für unseren Plan, hier Geld zu verdienen. Hier sehen wir es auch schon, hier habe ich schon 10 Dollar. Die 13. Woche, da wird lediglich neuer Content vorgestellt und da wird ein bisschen Spaß gehabt. Die 12 Wochen sind Wertungsläufe. Je ein Rennen pro Woche. Und ich erkläre das jetzt mal anhand von Free Content. Wir sagen mal, wir wollen Straßenrennen fahren. Ich gehe mal auf den Content, auf die Cars. Hier ist der Toyota GR86, der kam mit der letzten Season, glaube ich, neu dazu. Ich klicke mal drauf. Und hier sehen wir, könnten wir uns in die SimLab Production Car SimLab Challenge, so rum. Da könnten wir Rennen mitfahren. Oder in der GR Buttkicker Cup Meisterschaft, da könnten wir auch Rennen mitfahren. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und hier sehen wir auch schon, stündlich startet ein Rennen, was auch schon vom Vorteil ist. Hier ist auch meistens was los. Hier sind schon 9 Leute, 10 Leute jetzt eingeschrieben. Es sind noch 20 Minuten bis zum Rennen. Was wir sehen wollen, ist der Kalender. Hier sehen wir alle 12 Rennen, die jeweils eine Woche gefahren werden, stündlich. Und hier brauchen wir tatsächlich nur 8 von 8. Wir brauchen gar nicht 12, was schon sehr interessant ist, weil wir dann nicht mal viel Content kaufen brauchen. Ich zähle mal eben durch, wie viele Free-Content-Strecken hier sind. Das ist schon mal der Lime Rock Park, Rootskrogen Motor Center, Olden Park, Virginia. Dann haben wir Okayama, WeatherTech Laguna Seca und Tsukuba. Das sind 7 Strecken, das heißt, ich müsste jetzt eine kaufen. Da kaufe ich dann am besten eine, die auch gängig ist, so wie Spa zum Beispiel. Oder Solda ist jetzt vielleicht nicht so gängig. Aber Spa geht immer in anderen Meisterschaften, wenn man später GT3 fahren will oder so. Da ist Spa immer dabei bei Endurance-Rennen. Oder Solda geht ja auch immer. Das sind dann halt 14 Euro, die ich jetzt noch dazu investieren muss zu meinem Abo. Aber habe ich jetzt in dieser einen Woche, oder klingelt mein Handy, habe ich jetzt in dieser einen Woche, wo jetzt immer dieses Rennen gefahren wird, auf Solda, ein Rennen gefahren. Und da muss ich noch nicht einmal schnell sein, ich muss nicht im Topsplit sein, ich muss mich einfach nur registrieren für dieses eine Rennen und muss es von Anfang bis Ende gefahren sein. Und dann passiert Folgendes. Ich gehe mal auf mein Profil, gehe auf meine Lizenzen, hier sind die verschiedenen Lizenzen, aber dann ploppt das hier auf. Production Car SimLab Challenge, da bin ich ein Rennen gefahren und habe 1 von 8. Dann, wenn ich diese 8 von 8 Rennen habe, dann stehen hier 4 Dollar, die mir dann vergütet werden zum Start der dritten Season quasi. Und hier kann man noch mehr nachlesen. Es sind 10 Dollar pro Season möglich, also 40 Dollar insgesamt, was ja nicht wenig ist, ne? Muss man ja mal so sagen. 4 Dollar kriege ich in Meisterschaften von C bis D, also quasi für die SimLab Challenge oder für diesen Buttkicker Cup würde ich 4 Dollar pro zu Ende gefahrener Meisterschaft, pro 8 Rennen. Ich muss ja nicht mal komplett zu Ende fahren, das sind ja nur die 8 Rennen. Und für A- und B-Rennen bekomme ich 7 Dollar. Also das heißt, ich bräuchte eigentlich nur 2 Meisterschaften fahren, je C, je A. Oder 2 A-Meisterschaften. Und dann wäre ich schon auf meinem Soll. Und das war's. Das war alles. Lass das nicht liegen. Das ist viel Geld. Und am Ende des Jahres ist es viel Geld. Ich erkläre es mal ganz schnell. Man kann mit dem Geld, kann man zum Beispiel Server erstellen und man kann sich Content kaufen oder man kann sein Abo verlängern.
Warum? Nimmt es mit. Das war's schon. Ich sag tschüss. Bis zum nächsten Video.